Meine Damen und Herren, herzlich willkommen jetzt hier dann zu der dritten Vorlesung Zeitanalyse. Zunächst mal wollen wir jetzt hier dann uns mit stochastischen Prozessen hier vertraut machen. Was sind überhaupt stochastische Prozesse? Dazu schauen wir uns nochmal an, was Zufallsvariablen sind oder waren. Es geht jetzt hier dann auch zunächst mal um kartesische Produkte, ja, die jetzt hier dann diesen Sinne jetzt hier eine wichtige Rolle spielen. Also ich habe jetzt hier zunächst mal als Beispiel für kartesische Produkte Menge A und Menge B jetzt hier dann mitgebracht. Menge A soll jetzt hier dann sein, ne, eine Menge, die jetzt hier dann die Zahlen 1, 2, 3 enthält. Und Menge B soll jetzt hier dann eine Menge sein, die jetzt hier dann die Zahlen 0 und 1 enthält. Das ist jetzt völlig willkürlich gewählt. Das hätte auch was anderes sein können. Ich bilde jetzt hier zunächst mal das kartesische Produkt über die Mengen A und B. Das kartesische Produkt über die Mengen A und B, meine Damen und Herren, ist nichts anderes. Also das nennt sich jetzt hier A Kreuz B. Das ist die Menge aller Pärchen, die man jetzt hier dann bilden kann, ja. Also wobei ja im Prinzip, also wenn man jetzt hier dann diese Pärchen dann hat, es gibt jetzt hier dann zunächst mal das Pärchen 1, 0, 2, 0, 3, 0 und dann 1, 1, 2, 1 und 3, 1. Hierbei sei angemerkt, meine Damen und Herren, dass der erste Eintrag hiervon, also gerade bei den Pärchen aus der Menge A stammen muss und der zweite aus der Menge B stammen muss, das liegt jetzt hier dann daran, dass beim kartesischen Produkt A Kreuz B jetzt hier dann zuerst A und dann B deklariert wurde. Deshalb, ja. Wäre das andersrum, dann müssten jetzt hier dann die ersten Einträge jetzt hier dann aus der Menge B und die zweiten jetzt hier dann aus der Menge A stammen. Okay, also das ist die Menge aller Pärchen, die man jetzt hier dann bilden kann, wobei, wie gesagt, beim ersten Eintrag Elemente der Menge A letzten Endeffekt jetzt hier dann sein müssen und Elemente der Menge B bei den zweiten Einträgen sein müssen. Es geht jetzt hier dann also nicht anders. Zum Beispiel ist das Element 3, 1 letzten Endeffekt auch ein Element des kartesischen Produktes, aber das Element 1, 3 dann nicht. Ja? Okay, das ist ja hier sozusagen dann, glaube ich, hier nachvollziehbar. Okay, entsprechend das kartesische Produkt der Mengen B und A, meine Damen und Herren, das ist jetzt hier dann anders, und zwar das kartesische Produkt der Mengen B und A, meine Damen und Herren, B Kreuz A sieht jetzt hier dann so aus. B Kreuz A ist jetzt hier natürlich auch die Menge aller Pärchen, die man jetzt hier dann hat, wobei jetzt aber in diesem Fall der erste Eintrag aus der Menge B kommen muss und der zweite aus der Menge A. Warum? Weil ja im Prinzip jetzt beim kartesischen Produkt B zuerst deklariert wird. Ne? Das ist jetzt hier dann nur, ja, im Endeffekt ist nur ein kleines Detail. Ja? Hier ist es genau andersrum. Das heißt, das Element 3, 1 ist dann kein Element des kartesischen Produktes B Kreuz A, weil der erste Eintrag jetzt hier in dem Fall dann nicht aus der Menge B kommt. Okay, aber dafür das Element 1, 3 ist dann wieder ein Element des kartesischen Produktes B Kreuz A. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Und zwar, wir schauen uns zunächst mal an, was eine Zufallsvariable ist. Wir hatten das jetzt hier dann auch in den Vorlesungen zuvor, aber ich wiederhole es jetzt hier nochmal, diesen Begriff der Zufallsvariable. Eine Zufallsvariable im Zusammenhang ist jetzt hier dann nichts anderes als eine Funktion von Ausgängen eines Zufallsexperimentes. Und natürlich ist es im Prinzip dann so, dass dann die Funktion oder im Prinzip dann die reelle Zahl, ja, also im Prinzip ist eine reelle Zahl dabei herauskommen muss. Das heißt, eine Zufallsvariable ist nichts anderes als eine reelle Zahl, die im Prinzip von Ausgängen eines Zufallsexperimentes abhängt. Wir hatten diesen Begriff dann schon, deswegen überspringe ich jetzt hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt hier dann den Großbuchstaben X für die Zufallsvariable jetzt hier benutze, das ist jetzt hier eine Abbildung, die den Elementen des Zufallsexperimentes jetzt hier in Omega enthalten sind, reelle Zahlen zuordnet, meine Damen und Herren. Das ist jetzt eine sehr starke Vereinfachung im Übrigen dieses Begriffs, aber der reicht jetzt hier dann für uns an dieser Stelle. Okay, wir hatten das jetzt hier schon mal. Also wir ordnen ja im Prinzip, jetzt hier dann durch die Funktion, ordnen wir den Elementen des Zufallsexperimentes, beziehungsweise den Ausprägungen des Zufallsexperimentes aus Omega reelle Zahlen zu, und das ist jetzt hier dann eine Zufallsvariable. Okay, die Bilder der Zufallsvariable heißen Realisation, meine Damen und Herren. Das sollte man jetzt hier dann auch wissen. Okay, so, und basierend darauf definieren wir jetzt hier den Begriff des stochastischen Prozesses. Und zwar, ein stochastischer Prozess ist nichts anderes als eine Funktion. Jetzt hier in dem Fall auch bitte berücksichtigen Sie, dass sich dabei auch eine sehr, sehr starke Vereinfachung dann handelt. Aber wie gesagt, diese Vereinfachung reicht für uns dann vollkommen aus. Deswegen ist es jetzt hier dann zumindest in Ordnung. Also wir haben jetzt hier dann Omega, was die Ergebnisse eines Zufallsexperimentes enthält. Und wir haben jetzt dann dazu noch eine Menge, die wir jetzt hier dann groß T, also für die jetzt hier dann groß C schreiben. Und das ist jetzt hier dann eine geordnete Zahlenmenge, die jetzt hier dann für die Zeit steht.
Und wir bilden jetzt hier ein kartesisches Produkt aus der Menge Omega und T, darum geht's, ja. Und da ordnen wir den Elementen dieses kartesischen Produktes, also diesen Pärchen, jetzt hier dann reelle Zahlen zu. Und diese Abbildung, die jetzt hier dann den kartesischen Produkt Omega Kreuz T, wobei jetzt hier dann Omega für die Ergebnismenge des Zufallsexperimentes und T für die Zeit steht und Y im Prinzip jetzt hier dann eine Abbildung ist, die den Elementen des kartesischen Produktes, meine Damen und Herren, reelle Zahlen zuordnet. Also hier, das ist das kartesische Produkt von Omega und T. Meine Damen und Herren, diese Abbildung bezeichnen wir als einen stochastischen Prozess. Ja, und das heißt, ein stochastischer Prozess, wie gesagt, im Unterschied jetzt wieder zu Zufallsvariable, so ein Vergleich, Zufallsvariable, eine Zufallsvariable ordnet den Ergebnismengen eines Zufallsexperimentes reelle Zahlen zu und ein stochastischer Prozess ordnet dem kartesischen Produkt aus Ergebnismenge und der Zeitmenge, nennen wir es einfach mal als Menge der Zeitmenge für die Zeit, reelle Zahlen zu. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier dann eine zeitliche Komponente, was die Zufallsvariable angeht. Vielleicht kann man sich das jetzt zumindest dann vereinfacht gesagt dann so vorstellen. Also wir haben jetzt sozusagen eine zeitliche Komponente, die jetzt hier dann ebenfalls mit in die Abbildung jetzt hier dann einfließt. Und die Realisation heißen jetzt hier dann wieder letzten Endeffekt dann. Also ne, wenn man jetzt hier dann Zufallsvariablen hat, heißen jetzt hier dann Realisation. Aber wie jetzt hier dann die entsprechenden Bilder des stochastischen Prozesses dann heißen, das schauen wir uns mal gleich mal an. Okay, behalten wir einfach mal jetzt hier dann diese formale Darstellung dann bei und wir unterscheiden jetzt hier dann zunächst mal wie folgt, also wir ordnen Wertepaare jetzt hier aus diesem kartesischen Produkt reelle Zahlen zu. Das ist dann alles, ja? Also das ist sozusagen alles, was man jetzt hier dann bei einem stochastischen Prozess jetzt hier dann auch macht. Und die reelle Zahl, die von Ausprägung des Zufallsexperimentes und jetzt hier dann von der Zeit abhängt, na, das ist jetzt hier im Prinzip dann die Abbildung. Also wir haben jetzt hier dann zwei Variablen, die jetzt hier damit einfließen. Diese Zahl betrachten wir jetzt in dem Fall dann als stochastischen Prozess. Okay, also wir haben jetzt hier dann einmal die Ausprägung des Zufallsexperimentes, die jetzt hier dann reingehen, wie bei der Zufallsvariable auch. Und wir haben jetzt hier dann die zeitliche Komponente, das jetzt hier dann ebenfalls damit reingeht. So, jetzt passen Sie auf. Wir schauen uns mal an, wie jetzt hier dann die im Prinzip die Bilder heißen. Die haben jetzt hier dann Annahmen, je nachdem, wo man jetzt hier dann zum Beispiel Omega fixiert oder jetzt hier dann die Zeit fixiert. Also wenn ich jetzt hier dann die Zufälligkeit im Prinzip, also steckt jetzt in die Zufälligkeit jetzt hier dann drin, fixiere, dann hängt ja im Prinzip jetzt hier dann die Abbildung nur noch von der Zeit ab. Das ist der Punkt. Also wenn ich jetzt hier dann die Komponente Omega, ja, die Zufallskomponente, können wir das eigentlich auch so bezeichnen, herausnehme aus der Abbildung, dann habe ich keine Zufallskomponente mehr. Dann habe ich jetzt hier nur noch zeitlich geordnete Daten im Prinzip. Und diese zeitlich geordneten Daten, die ja nur von der Zeit abhängen, bezeichnet man dann als Pfad des Prozesses. Okay, im Pfad des Prozesses, also im Prinzip Realisationen, die dann zustande gekommen sind, wenn man so will, geordnete Ziele nach der Zeit, also zeitlich geordnete Realisationen, wenn man so will, ja, von einer Zufallsvariable. Die kann man jetzt hier dann beobachten und dann ein Pfad zum Beispiel eines Prozesses könnte dann so aussehen. Ja. Das ist so ein typischer Verlauf dann. Ja. Also sozusagen, wenn ich die Zufallskomponente wegnehme, habe ich ja zeitlich beobachtete Daten und dann entsteht ja ein Pfad, ja, zumindest jetzt hier. Aus dieser theoretischen Perspektive. Okay, also dieses Ding jetzt nennt sich dann Pfad hier. Die X-Achse ist jetzt hier dann die Zeitachse und die Y-Achse stellt jetzt hier im Prinzip jetzt hier dann die Realisation oder die reellen Zahlen jetzt hier dann da, die man jetzt hier dann zeitlich abhängig jetzt hier dann beobachtet. Und dann schreibe ich jetzt auf Y von T. Und das ist jetzt hier dann der Pfad, den man jetzt hier dann beobachtet. Das ist jetzt sozusagen jetzt hier dann die Zeitreihe, wenn man so will. Okay, und wir schreiben dann jetzt in diesem Fall entweder Y von T oder einfach nur YT. Das ist jetzt hier dann das Gleiche. Meistens benutze ich jetzt hier dann die Schreibweise hier rechts, weil die etwas kompakter ist. Okay, so, das ist jetzt hier ein Pfad. Und wenn ich jetzt hier dann die zeitliche Komponente fixiere, also wenn ich jetzt hier dann die Zeit fixiere wiederum, dann hängt ja die Abbildung Y nur noch von der Zufallskomponente ab. Also nur noch von den Ausprägungen des Zufallsexperimentes, dann habe ich jetzt hier wiederum eine Zufallsvariable. Ja, also wenn ich jetzt sozusagen die Zeit fixiere, nicht wahr? Okay, dann habe ich ja nur noch die Zufallskomponente drin. Dann kommt also so eine Zufallsvariable letztem Endeffekt jetzt hier zustande. Und die Bilder dieser Zufallsvariable sind dann die Realisation. Nicht wahr? Und wenn ich dann die Zufallskomponente wiederum fixiere, habe ich ja nur noch die Zeitabhängigkeit drin. Das heißt, dann habe ich jetzt nur noch einen Pfad des Prozesses. Also zeitlich geordnete Daten, wenn man so will. Okay, und hier dann Y von Omega, ne, wenn ja sozusagen jetzt hier dann die zeitliche Komponente dann eliminiert wird. Das heißt, wenn ich die zeitliche Komponente eliminiere,
habe ich eigentlich eine reine Zufallsvariable. Und wenn ich jetzt hier dann die zeitliche Komponente dazu nehme zu der Zufallsvariable, dann habe ich einfach einen stochastischen Prozess. Zumindest jetzt hier bei dieser Definition. Jetzt passen Sie auf. Es gibt jetzt hier zeitdiskrete und diskretwertige Prozesse. Es gibt jetzt hier vier Kategorien. Also stelle ich jetzt hier mal nach einer Reihe dann vor. Also die erste Kategorie ist dann zeitdiskrete, diskretwertige Prozesse. Dann habe ich jetzt hier dann zeitdiskrete und stetige Prozesse oder stetigwertige Prozesse. Das ist die Kategorie Nummer 2. Kategorie Nummer 3, zeitstetige und diskretwertige Prozesse. Und Kategorie Nummer 4, zeitstetige und stetigwertige Prozesse. Okay, die beziehen sich jetzt hier dann erstmal auf die Zeitkomponente, also zeitdiskret bzw. zeitstetig, beziehungsweise auf die Zufallskomponente, diskretwertig und stetigwertig. Und so ergeben sich jetzt hier dann diese vier Kombinationen. Wir gehen die jetzt hier einfach mal durch, was es bedeutet. Also passen Sie auf. Wenn ich jetzt einen zeitdiskreten Prozess habe, zunächst mal jetzt hier dann, unterscheide ich jetzt hier dann nur zwischen zeitdiskret und zeitstetigen Prozessen. Bei einem zeitdiskreten Prozess ist dann so, oder soll das jetzt hier dann so sein, dass die Menge, die dann für die Zeit steht, meine Damen und Herren, hier in diesem Fall, ja, also die Menge, die jetzt hier dann für die Zeit steht, die Menge einfach jetzt hier dann nur zum Beispiel die Menge der ganzen Zahlen jetzt hier dann sein soll. Okay, das heißt, na, das ist ja das sozusagen jetzt hier dann, wo die Zeit diskret ist, also wo man jetzt hier dann nur abzählbar viele Ausprägungen für die Zeit jetzt hier dann hat, nicht wahr? Also zum Beispiel 0, 1, 2, 3 und so weiter. Okay, und nur zu diesen gegebenen Zeitpunkten kann letztlich im Endeffekt oder könnte der Prozess dann beobachtet werden. Zwischen diesen Zeitpunkten passiert gar nichts. Also zum Beispiel zum Zeitpunkt 0 passiert was, zum Zeitpunkt 1 passiert was, zum Zeitpunkt 2 passiert was, aber zum Beispiel zwischen 1 und 2 passiert nichts. Okay, wenn ich jetzt hier mal, also ohne Beschränkung der Allgemeinheit, natürlich könnte man das jetzt hier auch so machen, dass man eine andere abzählbare Menge dann nimmt, aber ich nehme jetzt einfach mal nur die Menge der ganzen Zahlen hierfür. Und wenn die Zahlen negativ sind, dann deutet das auf die Vergangenheit hin. Wenn die Zahlen dann positiv sind, dann deutet das auf die Zukunft hin. Und wenn ich jetzt hier bei 0 bin, dann deutet das auf die Gegenwart hin. Okay? Oder auf jetzt hier auf den Startwert. Jetzt passen Sie auf. Es kann ja schon mal sein, dass man jetzt hier das aber zunächst mal a priori dann aufschreibt. 0, 1, 2, 3 und so. Und dann nachträglich hier Werte jetzt hier dann nochmal dann letztem Endeffekt jetzt hier dann mit aufnimmt. Ja, also dann könnte zum Beispiel jetzt hier dann der Pfad so sein. Also hier habe ich zum Beispiel, was weiß ich, beim Wert 0 oder so, habe ich jetzt hier irgendeine Beobachtung, dann passiert erstmal gar nichts, dann zum Beispiel jetzt hier dann zum Zeitpunkt 1 habe ich hier was, dann passiert erstmal wieder gar nichts, dann zum Zeitpunkt passiert dann wieder was, dann wieder nichts, dann zum Zeitpunkt 3, dann zum Zeitpunkt 4, dann zum Zeitpunkt 5 und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier dann die Realisation, zu jedem Zeitpunkt ziehe ich ja sozusagen eine Zufallsvariable und habe dann jetzt hier dann einen zeitdiskreten Prozess, ja. Also die Zeitachse sozusagen jetzt hier hat dann letztendlich im Endeffekt Unterbrechung. Ja? Das heißt, da ruht der Prozess im Prinzip ja zwischen zwei Beobachtungspunkten. Also zum Beispiel jetzt hier dann, ich habe ja nur Beobachtungspunkte bei 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit erstmal. Ne? Also ohne Beschränkung der Allgemeinheit beschränkt sich ja im Prinzip jetzt hier dann letztendlich im Endeffekt die Menge, die dann für die Zeit steht, auf die Menge der ganzen Zahlen. So kann man sich das dann vorstellen. Dann hat man jetzt hier einen zeitdiskreten Prozess. Und wenn man jetzt hier dann einen zeitstetigen Prozess dann hat, meine Damen und Herren, dann habe ich jetzt hier dann für die Menge, die dann für die jetzt hier die Zeit repräsentieren soll, jetzt hier dann nicht nur die ganzen Zahlen, sondern zum Beispiel jetzt hier dann die reellen Zahlen dann wieder. Okay? Also das heißt dann sozusagen entsteht ja ein Kontinuum. Ja? Ich habe da keine Unterbrechung, was den Prozess dann angeht. Okay? Dann könnte zum Beispiel jetzt hier dann ein Pfad dann beim zeitstetigen Prozess dann zum Beispiel so aussehen. Also keine Unterbrechung hier im Prinzip bezüglich der Zeit. Ne? Das ist ja hier sozusagen dann letztendlich im Endeffekt dann ja mehr oder weniger verbunden. Natürlich ist es dann so in der Praxis, dass man natürlich jetzt hier dann einmal nur zum gegebenen Zeitpunkten, also zu den abzählbar vielen Zeitpunkten jetzt hier dann die Daten dann messen kann. Okay. Aber zum Beispiel bei hochfrequentierten Daten nimmt man jetzt hier dann letztendlich im Endeffekt dann die Entwicklung des Prozesses jetzt hier dann als Kontinuum wahr. Das heißt, die Zeitachse erscheint ja zumindest jetzt hier dann in der Praxis erscheint jetzt hier in dem Fall als Kontinuum, wobei das jetzt hier dann beim zeitdiskreten Prozess jetzt hier dann nicht der Fall war. Also beim zeitdiskreten Prozess hatte ich jetzt hier dann einfach eine Unterbrechung bezüglich der Zeit. Beim zeitstetigen Prozess habe ich das jetzt hier dann einfach nicht mehr. Okay? Das sind jetzt erstmal die Oberkategorien. Okay, also Zeit diskret und zeitstetig und dann schauen wir jetzt hier mal diskretwertige Prozesse dann an, also diskretwertige und stetigwertige Prozesse, meine Damen und Herren. Diskretwertig, also einen diskretwertigen Prozess habe ich dann, wenn ich jetzt hier im Prinzip die Zeit dann fixiere,
und die zugehörige Zufallsvariable, die jetzt hier dann herauskommt, diskret ist. Ja, und was eine diskrete Zufallsvariable ist, das hatten wir ja schon mal gehört. Ja, okay, also ohne Beschränkung der Allgemeinheit, sagen wir jetzt einfach mal so, dass dann die Werte, die dann herauskommen können, okay, aus der Menge der ganzen Zahlen jetzt hier dann stammen. Also nicht aus der Menge der reellen Zahlen, okay, wie zum Beispiel jetzt hier beim zeitstetigen Prozess, also gut, das wäre jetzt hier dann auch ein zeitstetiger und stetigwertiger Prozess, okay, also, ja, sondern hier bei dem diskretwertigen Prozess soll jetzt hier dann einfach mal so sein, dass dabei jetzt hier dann bei der entsprechenden Zufallsvariable, wenn man die Zeit fixiert, dass dann bei der zugehörigen Zufallsvariable ohne Beschränkung der Allgemeinheit ganze Zahlen herauskommen sollen. Okay, also wenn jetzt hier in dem Fall dann die Zeit fixiert wird, habe ich ja hier eine Zufallsvariable, nicht wahr? Und wenn diese Zufallsvariable diskret ist, nicht wahr? Dann habe ich einen diskretwertigen Prozess. Okay, das ist jetzt in dem Fall dann alles. Ne? Also beim diskretwertigen Prozess ist jetzt hier in dem Fall die zugehörige Zufallsvariable immer diskret und zwar für jede, ne, Zeitkomponente, unabhängig davon, ob das jetzt hier dann zeitdiskret ist oder nicht. Also das ist dann eigentlich egal, also wie jetzt hier dann, was jetzt mit dieser Menge dann T auf sich hat, aber für alle Zeitpunkte, nicht? Also für alle, ist es dann so, dass die Zufallsvariable, die jetzt hier dabei entsteht, diskret ist und dann habe ich jetzt einen diskretwertigen Prozess. Okay? Und beim stetigwertigen Prozess habe ich jetzt hier dann eine stetige Zufallsvariable. Das ist der einzige Unterschied. Also beim stetigwertigen Prozess ist dann die zugehörige Zufallsvariable, meine Damen und Herren, stetig. Okay? Das war's dann schon. So, jetzt schauen wir uns mal vielleicht mal diese vier Kombinationen dann an, die dabei entstehen, wenn ich jetzt hier dann die beiden dann kombinieren möchte. Also zeitdiskreter, diskretwertiger Prozess sieht zum Beispiel jetzt hier dann wie folgt aus. Also ich habe jetzt hier dann das kartesische Produkt jetzt hier von der Ergebnismenge und der Zeit und ordne den jetzt in dem Fall dann nicht reelle Zahlen, sondern ganze Zahlen zu. Das heißt, da können jetzt hier dann nur dabei ganze Zahlen herauskommen und zusätzlich dazu, dass der Prozess jetzt in dem Fall dann zeitdiskret sein soll, ist, meine Damen und Herren, die Menge, die dann für die Zeit steht, meine Damen, also auch hier stimmt jetzt in dem Fall auch mit der Menge der ganzen Zahlen dann überein. Und dann könnten zum Beispiel jetzt hier dann die Beobachtung des Prozesses, ja, nun zeitdiskreten, diskretwertigen Prozesses, die dann so aussehen. Okay, also entweder, also es kann zum Beispiel jetzt hier dann 0, 1, 2 und 3 oder so weiter jetzt hier dann herauskommen dabei. Das sieht man hier dann auch. Okay, sonst nichts. Okay, also hier, das ist dann 0, hier dann wieder 0, ne? Hier dann 1, ne? Das ist der Wert, der jetzt herauskommt. Hier kommt dann wieder 1 raus, ist dann wieder gleich geblieben. Hier dann 2 und so weiter. Und ich habe jetzt hier dann immer Unterbrechung bezüglich der Zeit. Also sowohl jetzt hier, was die Werte dann angeht, als auch was die Zeit angeht, habe ich jetzt hier im Prinzip dann eine abzählbare Menge. Ja, das ist ja eine abzählbare Menge, wie Sie sehen. Das ist also ein zeitdiskreter, diskretwertiger Prozess. Okay? Es können also letztendlich im Endeffekt nur abzählbar viele Realisationen dann herauskommen. Und es gibt jetzt hier dann Unterbrechungen bezüglich der Zeit. Ja, okay. So, dann die nächste Version. Zeitdiskreter, stetigwertiger Prozess, meine Damen und Herren. Beim stetigwertigen Prozess können jetzt hier in dem Fall auch reelle Zahlen herauskommen. Also nicht nur ganze Zahlen, sondern reelle Zahlen. Nehmen wir mal an, das ist jetzt hier dann so ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Ja? Das heißt, ja, das ist jetzt hier dann nicht nur für die Werte dann 0, 1, minus 1, 2, 3 und so weiter jetzt hier dann vorgesehen, sondern alle Werte dazwischen. Also es kann auch alles herauskommen, aber es gibt jetzt hier dann trotzdem, weil das jetzt hier dann zeitdiskreter Prozess ist, trotzdem gibt es jetzt hier dann Unterbrechungen. Okay, so könnte man das sich zum Beispiel jetzt in dem Fall dann so vorstellen. Okay. Ich habe jetzt hier dann die Punkte trotzdem miteinander verbunden, um jetzt hier dann eine gewisse Abgrenzung jetzt hier dann zu erreichen, okay? Aber wir sollten ja hier dann letzten Endeffekt ja beachten, dass zwischen zum Beispiel jetzt hier dann 0 und 1 jetzt hier dann der Prozess ja dann immer ruht zum Beispiel, oder zwischen 1 und 2, der ruht ja dann Prozess, also da passiert gar nichts, ja? Okay, das heißt, man hat ja zwar die Unterbrechung, aber man hat jetzt hier dann trotzdem einfach den Stift jetzt hier dann nicht hingelegt, ja? Okay, also da macht der Prozess jetzt hier dann gar nichts, wenn überhaupt, ne? Also, das sollte jetzt hier dann klar sein. Aber was jetzt hier dann wichtig ist, dass man auch sieht, dass der Prozess jetzt hier dann stetig wertig ist. Das heißt, das kann jetzt hier dann nicht nur, es können jetzt hier dann nicht nur ganze Zahlen dabei herauskommen, sondern zum Beispiel auch Kommazahlen, wie was weiß ich hier zum Beispiel, sieht man ja 0,05 oder was, wie auch immer. Es ist ja, hängt ja immer vom Prozess dann selbst ab. Okay, also so könnte jetzt hier dann ein zeitdiskreter, stetigwertiger Prozess dann aussehen. Dann jetzt hier dann die dritte Möglichkeit, und zwar wir haben jetzt hier einen zeitstetigen,
diskretwertigen Prozess, also zeitstetig, okay, aber diskretwertig. Das heißt, diskretwertig heißt, es können ja nur ganze Zahlen herauskommen, das sieht man hier dann auch, aber die Zeitachse, meine Damen und Herren, die entspricht jetzt hier eine Menge der reellen Zahlen, dann könnte das zum Beispiel jetzt hier wie folgt dargestellt werden. So, ne, sehen Sie ja hier. Okay, zeitstetig. Ne, das heißt, ich habe jetzt hier dann ein Kontinuum der Zeit, okay, die habe ich jetzt hier dann nicht verbunden. Zeit ist kontinuierlich. Aber die Werte, die herauskommen können, sind jetzt wieder nur ganze Zahlen, ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Also 0, 1, minus 1, 2, minus 3, minus 4, minus 5 und so weiter und so fort. Ne? Also nur ganze Zahlen können herauskommen, aber ich habe jetzt hier dann zeitlich ein Kontinuum. Okay, dann erscheint vielleicht der Prozess dann so. Also ein zeitstetiger, diskretwertiger Prozess könnte dann so aussehen und beim zeitstetigen, stetigwertigen Prozess, das ist jetzt hier dann eigentlich auch das, was wir dann hatten. Also es können reelle Zahlen herauskommen und es gibt jetzt hier dann auch Kontinuum bezüglich der Zeit. Dann könnte zum Beispiel ein Pfad des Prozesses dann so aussehen. Okay, also in der Praxis nimmt man ja im Prinzip jetzt hier dann die Zeit als Kontinuum wahr, zum Beispiel jetzt hier dann bei hochfrequentierten Daten, auch wenn das jetzt hier dann nicht ganz korrekt ist. Ne? Okay, weil ich jetzt nur zum konkreten Zeitpunkt immer jetzt hier dann den Prozess dann beobachten kann. Macht aber nichts. Okay, in der Theorie funktioniert das ja dann. Also das ist mehr eigentlich ein theoretisches Konzept als ein praktisches, aber wie gesagt, bei hochfrequentierten Daten hat man ja hier sozusagen einen, in der Praxis einen zeitstetigen Prozess. Und wenn man jetzt hier dann zum Beispiel nur jährliche Beobachtung hat, dann hat man jetzt hier nur einen zeitdiskreten Prozess. Okay, zumindest in der Praxis. Gut, meine Damen und Herren, dann schauen wir uns mal an, was die Autokovarianz ist. Denn die Autokovarianz ist jetzt hier dann etwas, was ich jetzt hier dann häufig benutzen werde, um Eigenschaften des Prozesses hier dann zu beschreiben. Also was ist die Autokovarianz des Prozesses? Die Autokovarianz hat was mit der Kovarianz zu tun. Und zwar, das bezieht sich jetzt hier dann auf Kovarianzen zu bestimmten Zeitpunkten, beziehungsweise zum Zeitpunkt T. Und zwar, hier steht es nämlich dann auch bezüglich der Verzögerungszeit. Also es gibt jetzt hier dann zwei Zeitpunkte. Okay, und dann misst man sozusagen die Korrelation oder die Autokovarianz. Das heißt, was man da macht, ist also, man fixiert ja dann zwei Zeitpunkte. Wenn man die Zeit fixiert, entstehen ja dann zwei Zufallsvariablen. Und aus diesen beiden Zufallsvariablen kann ich dann die Korrelation bestimmen. Und das ist jetzt hier dann nichts anderes als die Autokovarianz des Prozesses. Okay, also oder die Korrelation, nicht Korrelation, sondern Kovarianz kann ich ja dann bestimmen. Also im Prinzip die Kovarianz von yt, das ist jetzt hier dann, wenn ich jetzt, wie gesagt, die Zeit fixiere, entsteht ja eine Zufallsvariable und eine Zufallsvariable kann ich jetzt hier in dem Fall davon die Kovarianz zu einer anderen Zufallsvariable ausrechnen. Also zum Zeitpunkt T wird das dann fixiert und auch zum Zeitpunkt T plus H wird das dann fixiert. Okay, das heißt, hier habe ich dann sozusagen zwei Zufallsvariablen drin, wenn man die Zeit dann fixiert. Und wenn ich dann zwei Zufallsvariablen habe, dann kann ich, wie Sie das jetzt hier schon in der Vorlesung gesehen haben, die Kovarianz davon dann ausrechnen. Wie das geht, das hatten wir auch zumindest hier bei Beispiel, also Beispiel habt ihr jetzt hier dann besprochen. Also ich weise jetzt hier dann nochmal auf die Vorlesung jetzt hier dann, also erste und der zweite Vorlesung, dann sehen Sie, wenn man die Kovarianz jetzt hier dann bei einer Zufallsvariable ausrechnen kann. Das kommt natürlich darauf an, ob die Zufallsvariable diskret ist oder stetig. Okay. Also das heißt, bei diskretwertigen Zufallsvariablen und bei stetigwertigen Zufallsvariablen würde ich dann gegebenenfalls was anderes machen, aber es ist dann etwas egal. Okay, das ist jetzt hier dann die Autokovarianz. Das kann man sich jetzt hier zunächst mal dann wie folgt vorstellen. Und zwar hier, also wie man das jetzt hier dann machen würde, Erwartungswert des Produkts minus Produkt des Erwartungswerts. Also genau wie bei jetzt in dem Fall dann auch bei den normalen Zufallsvariablen ja auch. Ich habe jetzt hier dann die Zufallsvariable zu Zeitpunkt T und dann die Zufallsvariable zu Zeitpunkt T plus H. Das heißt, es steht jetzt hier dann eine Verzögerung, wie Sie sehen. Und diese Verzögerung, also der Abstand zwischen den beiden Zeitpunkten, das ist jetzt hier dann der Abstand zwischen T und T plus H. Diesen Abstand nennt man, meine Damen und Herren, Verzögerungszeit. Okay, das ist jetzt hier dann die Verzögerungszeit. Und die Autokovarianz kann natürlich jetzt in dem Fall sowohl von Zeitpunkt T abhängig sein, als auch von der Verzögerungszeit abhängig sein. Also in der Praxis ist es dann so, je weiter die Verzögerungszeit jetzt hier dann liegt, also je weiter das zum Beispiel jetzt hier dann die Beobachtung des Prozesses in der Vergangenheit zurücklegt oder so, desto geringer wird in der Praxis jetzt in dem Fall der Einfluss dieser Größe dann sein. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier dann an den Aktienkurs denken, beim Aktienkurs ist es jetzt hier dann so, dass der Kurs zum Beispiel von heute und der Kurs von gestern, ja, dass die Abhängigkeit dann meistens größer ist als, ne, letztlich im Endeffekt jetzt hier dann der Kurs von heute versus dem Kurs von, was weiß ich, vor 30 Jahren oder sowas. Ja. Okay, das heißt,
In der Praxis sieht es dann so aus, je größer die Verzögerungszeit ist, desto kleiner ist dann die Abhängigkeit des Prozesses von seiner Vergangenheit. Also das ist zumindest jetzt hier dann empirisch gesehen, lasse ich das jetzt hier dann bestätigen, aber es kommt natürlich drauf an. Okay? Also der Aktienkurs von heute, sage ich mal, hängt eher vom Aktienkurs von gestern ab oder der Aktienkurs von morgen hängt eher vom Aktienkurs von heute ab und nicht unbedingt jetzt hier dann vor dem Aktienkurs von 30 Jahren, na, damit man es jetzt hier dann verstehen kann. Und diese Abhängigkeit messe ich jetzt in dem Fall mit der Autokovarianz unter anderem und da geht es jetzt hier dann um den linearen Zusammenhang, okay? Wenn jetzt hier dann die Autokovarianz positiv ist, dann bedeutet das, dann gibt es jetzt einen positiven linearen Zusammenhang. Das heißt, wenn der Prozess zum Beispiel zum Zeitpunkt T jetzt hier dann einen bestimmten Wert annimmt, ja, dann, also wenn der jetzt hier dann zum Beispiel dann steigt, dann steigt jetzt hier dann tendenziell jetzt hier dann auch der Prozess oder der Wert des Prozesses zum Zeitpunkt T.H, ja, wenn jetzt in dem Fall dann die Kovarianz positiv ist, okay? Und wenn die Kovarianz bzw. die Autokovarianz dann negativ ist, das gilt jetzt hier dann genau der gleiche Sachverhalt, dann bedeutet das Folgendes, wenn der Wert des Prozesses zum Zeitpunkt T steigt, ja, dann tendenziell würde jetzt in dem Fall dann der Wert des Prozesses zum Zeitpunkt T plus H sinken, meine Damen und Herren. Okay, also hier, denn die Interpretationen sind ja genau die gleichen oder zumindest sind die gleiche Analogie wie jetzt hier dann bei den Zufallsvariablen ja auch. Okay, so meine Damen und Herren, jetzt schauen wir uns nochmal vielleicht mal kurz ein paar Sachen an, was die Autokovarianz dann angeht. Und zwar, falls für die Verzögerungszeit gilt, also dass ja in dem Fall die Verzögerungszeit ja 0 ist, dann habe ich ja im Prinzip jetzt hier dann, dass die Autokovarianz der Zufallsvariable zu sich selbst jetzt hier dann im Grunde genommen dann berechnet werden muss. Und die Autokovarianz der Zufallsvariable zu sich selbst ist natürlich die Varianz der Zufallsvariable. Also über diesen Begriff kann ich ja hier dann auch die Varianz zum Zeitpunkt T der Zufallsvariable, also wie das jetzt hier dann streut im Prinzip, ja, zu diesem Zeitpunkt, kann ich jetzt hier dann auch letztem Endeffekt damit erfassen. Ja? Also wie gesagt, wenn die Verzögerungszeit hier dann 0 ist. Ich glaube, das läutet jetzt hier dann an. Also die Kovarianz einer Zufallsvariable zu sich selbst ist natürlich auch die Varianz der Zufallsvariable. Und hier gilt das natürlich jetzt hier dann entsprechend. Gut, meine Damen und Herren, da gibt es jetzt hier noch weitere Eigenschaften, was die Autokovarianz dann angeht. Das muss man jetzt hier erstmal lernen. Wenn ja im Prinzip die Autokovarianz nicht 0 ist, dann nennt man den Prozess jetzt in dem Fall dann autokorreliert. Okay? Wenn ich ja sozusagen keine Autokorrelation habe, okay, das sieht man hier dann auch, dann bedeutet das, dass die Autokovarianz des Prozesses, meine Damen und Herren, nicht 0 ist. Oder andersrum, wenn die Autokovarianz des Prozesses nicht 0 ist, dann bedeutet ja im Prinzip jetzt hier dann im Grunde genommen, dass der Prozess autokorreliert ist, okay. Es gibt also einen linearen Zusammenhang zum Beispiel zu dem gegenwärtigen Wert des Prozesses und zu seiner Vergangenheit, wenn der autokorreliert ist. Oder man sagt jetzt in dem Fall auch serielle Korrelation. Ja, also das heißt, man sagt jetzt hier dann, dass der Prozess seriell korreliert ist, wenn die Autokovarianz zu einem gegebenen Zeitpunkt bezüglich der Verzögerungszeit nicht 0 ist, meine Damen und Herren. Okay, also man sagt jetzt hier dann Autokorrelation. Okay, so, dann meine Damen und Herren, wenn das jetzt hier dann 0 ist, ne? Also wenn die Autokovarianz 0 ist, dann heißt es jetzt in dem Prozess dann unkorreliert, sagt man dazu, oder frei von Autokorrelation oder frei von serieller Korrelation. Man sagt jetzt hier einfach nur frei von Autokorrelation. Es gibt da also keine Autokorrelation des Prozesses. Okay? Wenn die Autokovarianz zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt hier dann bezüglich der Verzögerungszeit 0 ist. Das heißt, da gibt es keinen linearen Zusammenhang zwischen den Werten des Prozesses zum Zeitpunkt T und dem Wert des Prozesses dann Zeitpunkt T plus H. Das ist das, was damit gemeint ist. Okay? So, dann schauen wir uns noch mal weitere Definitionen dann an, und zwar die Autokorrelation. Also aus der Autokovarianz kann ich natürlich auch die Autokorrelation berechnen. Sie kennen ja vielleicht, also die Korrelation ist ja nichts anderes als die Kovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichung und die Autokorrelation ist dann dementsprechend nichts anderes als die Autokovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichung. Genau dasselbe im Prinzip, okay? Für die Korrelation schreibe ich jetzt hier dann Rho, also man nennt das Ding jetzt hier dann Autokorrelation. Man sagt jetzt hier auch Korrelation dazu, also wenn Sie Korrelation sagen, ich erwische mich da auch manchmal selbst dabei, dann ist es auch nicht falsch. Ja? Also man sagt aber im Rahmen der Zeitanalyse dann Autokorrelation dazu statt Korrelation. Okay, also wenn man jetzt hier in dem Fall dann der Prozess auf sich selbst bezieht, im Grunde genommen. Okay, und
Analog, jetzt sehen Sie dann zu der Korrelation, berechnen Sie die Autokorrelation, nehmen Sie die Autokovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichung, jetzt sehen Sie dann der Zufallsvariablen, bestimmen zum Zeitpunkt t und bezüglich der Verzögerungszeit t plus h. Okay, hier sieht man das jetzt hier dann auch, also t und dann t plus h, jetzt hier dann bezüglich der Zeitachse. Das ist dann hier, dazwischen ist dann die Verzögerungszeit, genau wie jetzt hier dann bei der Autokovarianz dann auch. Und dann hat man jetzt hier dann auch nochmal die Bemerkung, dass die Autokorrelation sowohl zum Zeitpunkt d, also zumindest wo man sich jetzt hier dann bezündet, als auch jetzt hier dann von der Verzögerungszeit abhängen kann, aber nicht zwangsweise muss. Okay, so. Dann als nächstes, meine Damen und Herren, ein sehr, sehr wichtiger Begriff, und zwar die Stationarität. Ich beziehe mich jetzt in dem Fall auf die sogenannte schwache Stationarität. Es gibt jetzt hier noch eine starke Version davon, aber die wollen wir jetzt erstmal ausklammern, weil das jetzt hier dann zumindest theoretisch gesehen etwas schwieriger ist und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gesehen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier dann sage stationär, dann meine ich auch im Folgenden immer schwach stationär, und das gilt jetzt hier dann auch für die Vorlesung, die danach kommen werden. Okay? Ein stochastischer Prozess, meine Damen und Herren, heißt jetzt hier in dem Fall dann stationär, wenn dieser Prozess, meine Damen und Herren, den Eigenschaften hat, also den Eigenschaften genügt, die ich jetzt hier dann gleich mal zeigen werde. Es gibt drei Eigenschaften, die ein stationärer Prozess erfüllen muss. Wie gesagt, Stationarität bedeutet jetzt hier dann für uns immer die schwache Version. Es gibt auch die starke Version, aber die ist, ich sage jetzt mal so, für die Anwendungsseite her dann auch ziemlich problematisch. Ja? Deswegen beziehe ich mich jetzt in dem Fall, wenn ich sage Stationarität, immer auf die schwache Version. So, jetzt passen Sie auf. Es gibt also drei Eigenschaften, denen jetzt hier in dem Fall ein Prozess genügen muss, damit diese als stationär bezeichnet wird. Zunächst mal folgendes. Erste Eigenschaft ist, dass der Erwartungswert nicht von der Zeit abhängen kann. Das heißt, der Erwartungswert des Prozesses jetzt hier in dem Fall ist endlich. Also das heißt, eigentlich heißt es ja im Prinzip, also der Erwartungswert ist endlich, damit meint man, dass der Erwartungswert existiert, meine Damen und Herren. Okay? Und die Existenz des Erwartungswertes ist deshalb jetzt hier dann zumindest manchmal problematisch, weil man sie, wie vielleicht ja wissen, der Erwartungswert des Prozesses, mal angenommen jetzt hier dann für den allgemeinen Fall, also ein Stetigwert im Prozess, ist aus dem Integral bestimmt werden muss. Und dieses Integral hat ja natürlich jetzt in dem Fall auch, also die Berechnung des Integrals hat natürlich auch mit Berechnung eines Grenzwerts zu tun. Und dieser Grenzwert muss existieren. Aber Sie können ja trotzdem im Prinzip jetzt hier, was die Anwendung dann angeht, dieses Wörtchen endlich erstmal ignorieren. Also der Mittelwert existiert auf Deutsch. Ja. Dass man einen Prozess hat, der letztendlich im Endeffekt dann einen Mittelwert von unendlich hat, das ist, ich sage jetzt mal so, relativ selten in der Anwendung. Okay. Da scheidet aber Stationarität sowieso aus. Was aber wichtig ist, meine Damen und Herren, dass der Mittelwert nicht von der Zeit abhängen darf. Das ist erstmal das, was man jetzt hier in dem Fall dann auch erfüllen muss. Und diese Eigenschaft nennt man jetzt hier dann eigentlich Erwartungswertstationarität. Das heißt, ein stationärer Prozess muss dann zumindest erstens erwartungswertstationär sein. Das heißt, der Erwartungswert hängt nicht von der Zeit ab. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, damit Sie sich was darunter vorstellen können später. Aber gehen wir es erstmal durch. Dann zweitens, die Varianz darf auch nicht von der Zeit abhängen. Okay? Also weder der Erwartungswert noch die Varianz hängt von der Zeit ab. Auch hier. Wenn hier dann steht, die Varianz ist endlich, das bedeutet eigentlich im Prinzip jetzt hier dann, dass die Varianz existiert auf Deutsch. Ja? Okay, das heißt, es gibt jetzt hier dann keine unendliche Streuung im Prinzip, ja, für den Prozess. Wie gesagt, das sind jetzt hier dann theoretische Konzepte. Ja? Also die Varianz des Prozesses ist endlich und hängt nicht von der Zeit ab. Okay, es gibt also keine zeitliche Abhängigkeit bezüglich der Streuung. Es gibt also keine Phasen, wo zum Beispiel jetzt hier dann größere Kursschwankungen gibt und kleinere Kursschwankungen gibt oder so. Ja, das heißt, da würden jetzt in dem Fall dann Stationarität ja sowieso dann ausscheiden. Ja, das heißt, beim stationären Prozess habe ich dann immer über den gesamten Zeitraum immer die gleiche Schwankung. Das ist damit gemeint. Okay? Also keine Ruhephasen und keine hektische Phasen, immer so ein bisschen abwechselnd oder so, wenn Sie zum Beispiel so bei Aktienrenditen jetzt hier das sich mal vorstellen haben. Also wie gesagt, bei Aktienkurse sind ja nicht stationär, die fallen ja nicht darunter. Ich zeige Ihnen auch mal, wie gesagt, ein paar Pfade, damit Sie sich was darunter vorstellen können. Vielleicht ist es dann besser, ja? Also, Streuung bleibt gleich, ja? Okay? Als drittes, meine Damen und Herren, wird jetzt hier noch gefordert, dass die Autokovarianz zwar existieren darf, also der Prozess darf autokorreliert sein, okay? Es muss nicht frei von Autokorrelation sein. Der darf autokorreliert sein, um stationär zu sein.
Aber der darf zwar jetzt hier dann, der darf jetzt hier dann nicht von dem Zeitpunkt abhängen, bezüglich letztem Endeffekt dessen ich jetzt hier dann die Autokorrelation bzw. die Autokovarianz jetzt hier dann messe. Das heißt, die Autokovarianz darf, okay, letztem Endeffekt jetzt hier dann geben. Also es gab, der Prozess darf autokorreliert sein, schreibe ich das mal so. Okay, das darf sein. Okay, es muss nicht nur sein. Aber hängt nicht von der Zeit ab. Also es hängt jetzt wieder nicht von dem Zeitpunkt ab, kann aber von der Verzögerungszeit abhängen. Okay, das heißt, wie gesagt, bitte beachten Sie, es kann von der Verzögerungszeit abhängen. Okay, normalerweise ist es dann so, je länger die Verzögerungszeit ist, desto kleiner ist der Einfluss des Prozesses. Ja, so kann man sich das dann vorstellen. Normalerweise. Okay, muss aber nicht immer so sein. Okay, also die Abhängigkeit bezüglich der Verzögerungszeit, die darf mit drin sein. Aber nicht, was den Zeitpunkt angeht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das mal erfasse, ja, die Abhängigkeit des Prozesses oder den Wert von heute zum letzten Jahr, okay, ist genau die gleiche wie vor 5 und vor 6 Jahren. Also zum Zeitpunkt jetzt hier dann zum Beispiel von 0 und 1 ist die Abhängigkeit genau die gleiche wie bei dem Zeitpunkt zwischen 3 und 4 oder so. Ja, das heißt, wenn es die gleiche Verzögerungszeit hat, ja, dann muss ja zumindest die Autokovarianz dann konstant sein. Es darf ja nicht von dem Zeitpunkt abhängen, bezüglich der ich jetzt hier dann die Verzögerungszeit jetzt hier dann messen würde. Also nicht von dem Zeitpunkt, sondern wenn, dann nur von dem Verzögerungszeit. So, ich zeige Ihnen jetzt hier dann ein paar Beispiele dafür, damit Sie sich was darunter vorstellen können. Erwartungsfeldstationarität, also hier ein Beispiel dafür, damit Sie so einen Pfad mal sehen. Erwartungsfeldstationarität, wie gesagt, bedeutet, dass der Erwartungswert jetzt hier dann nicht von der Zeit abhängt. Ja? Das heißt, es gibt dann sozusagen eine Konstante und einen konstanten Mittelwert. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Okay? Erwartungswert des Prozesses würde man zum Beispiel jetzt hier vielleicht dann irgendwann mal so schätzen, also mit dieser violetten Linie. Ne? Das ist der Mittelwert des Prozesses, um den jetzt hier dann der Prozess dann schwankt. Hier sieht man ja zumindest, oder man hätte jetzt den Verdacht, also wenn man das jetzt hier dann so dass ich dann anschauen würde, ja, dass der Prozess hier um diesen Mittelwert dann schwankt und der Mittelwert ist aber konstant, wie Sie sehen. Okay? Und da der Mittelwert konstant ist, habe ich ja Erwartungswertstationarität. Was ich aber nicht habe, ist, dass die Streuung immer gleich ist. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Zeitpunkte mit geringer Streuung, dann habe ich jetzt hier dann von hier bis dahin habe ich einen Zeitraum mit ich sage jetzt mal relativ hoher Streuung, dann wieder eine geringe Streuung und so. Das heißt, Sie merken ja, Erwartungswertstationarität habe ich, okay. Der Mittelwert hängt jetzt hier dann nicht von der Zeit ab, aber die Streuung des Prozesses, die ist dann zeitabhängig. Das heißt, hier hängt wiederum die Varianz jetzt hier dann von der Zeit ab. Also hier zum Beispiel in diesem Zeitraum ist die Streuung des Prozesses geringer als jetzt hier dann in dem Zeitraum, ich sag mal zwischen 25 und 50 oder so, wenn es jetzt hier dann die Zeitpunkte dann sind, okay? Und das darf zumindest beim stationären Prozess nicht geben. Das heißt, der Prozess hier ist nicht stationär. Wie gesagt, damit er stationär ist, muss er sowohl erwartungswertstationär als auch varianzstationär sein. Okay. Erwartungswertstationarität habe ich. Also ich habe jetzt hier sozusagen einen konstanten Mittelwert, um den jetzt hier dann der Prozess dann schwankt. Aber die Varianz ist, meine Damen und Herren, eben nicht konstant. Die habe ich jetzt hier dann zeitliche Komponente hier dann irgendwie drin. Also ich habe jetzt hier dann Phasen mit, ich sage jetzt mal, hoher Streuung wie hier und dann habe ich jetzt hier dann Phasen mit geringer Streuung wie hier. Und das dürfte bei einem stationären Prozess jetzt hier dann nicht sein. Das heißt, dieser Prozess ist stationär. Denn bei dem anderen ist jetzt nämlich dann genau umgekehrt. Ich habe jetzt hier dann die sogenannte Varianzstationarität, also die eine gleichbleibende Streuung des Prozesses, aber nicht den gleichbleibenden Mittelwert. Gucken Sie sich das mal an. Also zum Beispiel hier könnte das jetzt hier dann so aussehen. Ja? Also hier ist die Streuung, hier zum Beispiel in dieser Phase genauso wie hier. Aber hier im Prinzip der Mittelwert, also Erwartungswert hängt von der Zeit ab. Also hier habe ich eine zeitliche Komponente. Also ich habe jetzt hier dann hier einen Mittelwert, ja zum Beispiel von 5 oder so. Dann hier habe ich einen Mittelwert, ja, der liegt jetzt hier dann darunter. Dann hier ein bisschen mehr wieder und hier dann nochmal ein bisschen. Also der Mittelwert verändert sich mit der Zeit. Okay, das kann zum Beispiel so sein. Es muss jetzt nicht so sein, aber kann ja zum Beispiel so sein. Erwartungswert hängt von der Zeit ab. Okay, ich habe jetzt hier eine zeitliche Abhängigkeit des Mittelwertes. Okay, um den jetzt hier dann, oder des Trends, wenn man so sagt, denn manchmal sagt man jetzt hier einfach Trend dazu, um den jetzt hier dann der Mittelwert dann, also um den jetzt hier dann der Prozess dann schwankt. Das ist also nicht mehr stationär dann, okay. Aber die Streuung hängt ja nicht von der Zeit ab, denn ich habe jetzt hier dann überall, in jeder Phase sozusagen, wenn man das jetzt hier dann so will,
immer die gleiche Steuerung des Prozesses, mehr oder weniger. Ja gut, also ich meine, gut, ich habe zwar wieder einen Sprung, das heißt, man könnte jetzt wieder sagen, okay, da es jetzt hier einen Sprung ergibt, ist jetzt hier dann die Streuung hier, sagen wir zwischen 70 und 80, jetzt hier wieder anders, okay, aber mehr oder weniger kann ich jetzt hier dann trotzdem sagen, dass die Varianz, ja, dann doch gleich bleibt. Ja? Okay, wobei es jetzt eigentlich ein schlechtes Beispiel ist, weil man das jetzt hier dann einfach das in den Phasen dann unterteilen würde. Also hier würde man eigentlich jetzt hier dann sagen, wenn ich jetzt hier dann den Prozess in Phasen unterteilen würde, also das heißt von 0 bis 25, das wäre die erste Phase, dann von 25 bis 50 ungefähr, die zweite, dann von 50 bis 75, die dritte Phase, und dann von 75 bis 100 und innerhalb dieser Phasen die Varianz dann messen würde, würde jetzt in dem Fall dann innerhalb dieser vier Phasen, wäre jetzt dann die Varianz dann unverändert. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, kein gutes Beispiel, weil man hier dann sozusagen so einen Sprung hat, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Phasenunterteilung zwischen 70 und 80 machen würde, dann sehe das wieder anders aus, ja. Okay. Also wenn ich jetzt hier dann Varianzstationarität meine ich, dass man das jetzt hier dann in diesen Phasen dann unterteilt. So. Wo ich jetzt hier aber einen stationären Prozess habe, also wo ich jetzt in dem Fall dann Erwartungsfeldstationarität und Varianzstationarität dann habe, dann das könnte zum Beispiel jetzt hier dann wie folgt aussehen hier. Okay, hier ist der Mittelwert mehr oder weniger konstant. Das ist jetzt übrigens ein typischer Verlauf eines stationären Prozesses. Okay, und die Varianz, also Erwartungswert hängt jetzt hier zumindest scheinbar empirisch gesehen nicht von der Zeit ab. Okay, ich habe jetzt hier dann keine zeitliche Abhängigkeit, ne, bezüglich jetzt hier dann diese, ist eine Konstante und die Varianz ist dann mehr oder weniger auch konstant. Also wobei man das jetzt hier dann natürlich auch empirisch überprüfen muss. Also ich werde Ihnen auch beibringen, wie man sowas dann empirisch testen kann, ja, im Laufe dieses Kurses. Ja, also man testet ja sozusagen die Stationarität, also hat man jetzt hier dann letzten Endeffekt mit einem stationären Prozess zu tun oder nicht, zumindest jetzt empirischer Sicht. Also manchmal kann man das jetzt nämlich dann nicht so ganz so richtig entscheiden. Ja, so stellen Sie sich mal vor, wenn man jetzt in den Prozess dann irgendwie auseinanderziehen würde oder so. Ja, das ist dann nicht immer letzten Endeffekt dann erkennbar. Kann man aber testen, okay. Und dann werden wir das jetzt hier dann auch, werden wir ja dann entsprechende Testentscheidung dann fällen. Bezüglich jetzt in einer Stationarität oder dagegen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier dann folgende Eigenschaften bei stationären Prozessen. Und zwar, wenn jetzt hier dann der Prozess stationär ist, dann hängt die Autokorrelation, okay, ebenfalls nicht von der Zeit ab. Also nicht nur die Autokovarianz, sondern auch die Autokorrelation hängt da nicht von der Zeit ab. Kann aber von der Verzögerungszeit abhängen. Das sei jetzt hier nochmal angemerkt. Also Verzögerungszeit darf durchaus oder kann jetzt hier dann auch eine Rolle spielen, okay, aber nicht der Zeitpunkt, wo ich jetzt im Prinzip dann die Autokorrelation dann bestimmen würde, sondern nur die Verzögerungszeit selbst. Okay? In diesem Fall, wenn der Prozess dann stationär ist, schreiben wir jetzt statt dieser Schreibweise, der ja keine Abhängigkeitsbeziehung jetzt hier dann bezüglich dieser Zeit jetzt hier dann besteht, schreibe ich jetzt hier dann einfach jetzt hier dann nur, dass die Autokovarianz des Prozesses dann nur bezüglich der Verzögerungszeit abhängt. Und dann schreibe ich das jetzt hier dann so. Also das ist dann die Autokovarianz eines stationären Prozesses bezüglich der Verzögerungszeit H. Und der Zeitpunkt, wo ich jetzt hier dann die Autokovarianz dann gegebenenfalls messen würde, wäre vollkommen irrelevant, nur die zeitliche Verzögerung. Nicht wahr? Die wäre jetzt hier dann eigentlich im Prinzip jetzt hier dann nur etwas, was jetzt hier dann eine Rolle spielen würde. Je länger jetzt im Prinzip das in der Vergangenheit zurückliegt, desto kleiner ist dann zumindest tendenziell diese Autokorrelation. Tendenziell. Okay, denken Sie an dieses Beispiel, Kurs von heute, bezüglich, ja, für die Kurs von morgen oder Kurs von morgen bezüglich jetzt hier dann des Kurses vor 30 Jahren. Okay, also tendenziell nimmt die Autokorrelation mit der Verzögerungszeit ab, wobei das jetzt hier dann nicht zwangsweise so sein muss. Okay, gut, hier zum Beispiel, also hier nehme ich jetzt zum Beispiel Y1, das hatte ich jetzt hier schon mal gesagt, und Y1 plus H, also ich habe jetzt hier dann den Abstand H hier dazwischen, okay. Hier ist also die Autokorrelation genauso groß wie zum Beispiel jetzt zwischen Y6 und Y6 plus H, das ist damit gemeint, okay. Also hier habe ich das zumindest jetzt hier versucht, jetzt ein bisschen da klar zu machen. Das heißt, von dem Zeitpunkt her, ja, ist es vollkommen irrelevant. Hier ist die gleiche Verzögerungszeit wie hier zwischen diesen beiden, nicht wahr? Okay. Aber ne, wenn ich jetzt hier dann einen stationären Prozess habe, dann muss die Autokorrelation zwischen diesen beiden hier genau gleich jetzt in dem Fall eine Autokorrelation zwischen diesen beiden sein. Das heißt, es darf ja nur von der Verzögerungszeit abhängen. Hier ist im Übrigen die Verzögerungszeit genauso lang wie hier. Okay.
aber nicht von dem Zeitpunkt selbst, wo ich ja im Prinzip jetzt dann die Autokorrelation dann berechnen würde. Okay, also ob das jetzt dann Y1 oder Y6 ist im Prinzip dann egal. Es kommt dann nur auf die Verzögerung an. Das ist das Entscheidende. Okay, zumindest beim stationären Prozess. Ja, wenn der Prozess nicht stationär ist, ja, gegebenenfalls vielleicht deshalb, ja, weil die Autokorrelation von der Zeit abhängt, ja, dann könnte das vielleicht ganz anders sein. Ja. Meine Damen und Herren, wenn jetzt hier dann der Prozess stationär ist, dann gilt jetzt hier dann die folgende Eigenschaft, und zwar, das ist jetzt hier dann die erste Eigenschaft, die ich jetzt hier dann im Prinzip dann betrachten möchte. Wenn der Prozess stationär ist, dann ist es dann so, dass wir, und jetzt schauen Sie sich das mal an, ja, also bei der Autokorrelation bezüglich jetzt hier dann der Verzögerungszeit H, wie gesagt, der Zeitpunkt ist ja vollkommen irrelevant, ne? Nur die Verzögerungszeit spielt eine Rolle. Die Autokorrelation bezüglich der Verzögerungszeit H genauso groß ist wie die Autokorrelation bezüglich der Verzögerungszeit minus H. Also ob ich hier sozusagen dann 3 Tage in die Zukunft schaue oder 3 Tage in die Vergangenheit, spielt ja dann letztem Endeffekt für die gegenwärtige Autokorrelation des Prozesses dann keine Rolle. Das ist damit gemeint. Okay? Okay, also im Prinzip ist es dann egal, ob ich jetzt hier dann in die Zukunft oder in die Vergangenheit dann schauen würde. Ich zeige Ihnen das mal gleich, was es jetzt hier dann bedeutet. Also hier steht dann yt, hier ist ja die Zukunft, yt plus h. Also mal angenommen, yt ist jetzt hier dann die Gegenwart. Ich habe jetzt hier dann die Verzögerungszeit h. Okay, also jetzt hier in dem Fall die Autokorrelation zwischen yt und yt plus h ist dann genauso groß oder soll jetzt hier dann genauso groß sein wie die Autokorrelation zwischen yt und yt minus h, also zwischen diesen beiden. Okay, also die Autokorrelation zwischen yt und yt plus h ist dann genauso groß wie die Autokorrelation zwischen yt und yt minus h. Und das geht jetzt hier dann nicht nur zum Zeitpunkt t, sondern gilt jetzt hier dann für alle Zeitpunkte. Wie gesagt, das kommt jetzt hier dann nur auf die Verzögerungszeit an. Das hatten wir jetzt hier dann auch schon gesehen. Aber es macht dann keinen Unterschied, ob ich dann sozusagen in die Zukunft oder in die Vergangenheit schaue bezüglich jetzt hier dann des Prozesses dann yt. Das ist dann auch etwas, was beim stationären Prozess hier ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, meine Damen und Herren. Ich zeige Ihnen das mal darum, dass es jetzt hier dann so sein muss. Ich werde das jetzt hier dann nicht abfragen. Also Sie müssen sowas jetzt hier nicht im Prinzip dann bestätigen, aber ich zeige Ihnen mal formal, dass das jetzt hier dann stimmt. Also schauen Sie sich das mal an. Und zwar, hier sehen Sie dann, also Autokorrelation bezüglich der Verzögerungszeit. H ist natürlich jetzt hier dann die Autokovarianz geteilt durch das Produkt jetzt hier in dem Fall der Standardabweichung. Okay. Man beachte allerdings, dass der Prozess Y hier stationär sein muss. Das heißt, es macht dann keinen Unterschied, ob ich jetzt hier dann bei zum Beispiel bei t gleich 1 habe, ja, oder t gleich 6 habe. Ja. Ich könnte sozusagen jetzt hier dann bei dieser Formel, könnte ich dann t, also diese zeitliche Komponente t hier, die Sie jetzt hier dann sehen, hier ist es dann drin, hier ist es drin, hier ist es drin und hier ist es drin, beliebig ersetzen, egal wie. Ja. Okay, also zum Beispiel, ich könnte dann für t gleich 1 einsetzen, spielt dann hierfür keine Rolle, es bleibt immer gleich. Ja. Ich könnte jetzt in dem Fall t gleich 6 setzen, ja, oder ich könnte dann t gleich 0 setzen, oder ich könnte zum Beispiel auch t gleich t plus h setzen, ja, das geht auch, oder t minus h, das geht auch, ja. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel t, den Wert t, durch t minus h ersetze, dann steht hier t plus h minus h, also eigentlich t, p minus h plus h, aber ist eigentlich egal, ja, also t wird ersetzt durch t minus h. Hier sehen Sie es vielleicht etwas leichter. Ne? Also bei yt wird es dann zu yt minus h. Wie gesagt, die Zeit darf ich ja beliebig variieren. Es spielt überhaupt keine Rolle. Nur die Verzögerungszeit muss ich dann beibehalten. Und hier zwischen yt plus h minus h, was ja yt ist, und yt minus h ist ja die gleiche Verzögerungszeit wie jetzt hier zwischen yt plus h und yt. Okay, das ist das Einzige, was jetzt hier dann zählt. Also ich ersetze sozusagen t durch was ich will. Ja, ich kann hier zum Beispiel 1 einsetzen, ich könnte dann 6 einsetzen, ich könnte dann zum Beispiel 300 einsetzen, ich kann aber auch t minus h einsetzen, spielt überhaupt keine Rolle, ja, das mache ich hier dann auch. Also ich setze hier dann t minus h ein und für t, ja, also t wird ersetzt durch t minus h und dann wird aus yt wird dann yt minus h und aus yt plus h wird dann yt plus h minus h oder yt minus h plus h wäre es eigentlich besser gewesen. Hier dann auch yt plus h minus h. Na, jetzt hier dann bei der Standardabweichung von dem und dann hier die Standardabweichung von yt minus h. Also wie gesagt, aus yt wird yt minus h. Und aus yt plus h wird natürlich jetzt hier dann auch yt. Ja? Hier sehen Sie dann auch. Also das ist jetzt hier nochmal der zweite Schritt. Dann t plus h minus h gibt dann t.
Also ich habe jetzt hier dann die Autokovarianz von yt und yt minus a. Und hier die Standardabweichung von yt und die Standardabweichung von yt minus h. Und wenn Sie das jetzt hier dann entsprechend nochmal umstellen, ja, also hier vertauschen Sie das, ja, also Autokovarianz von x und y ist ja dasselbe wie die von y und x, nicht wahr? Ja, das ist ja symmetrisch, wenn man so will. Also Kovarianz von a und b ist das gleiche wie Kovarianz von b und a. Sie dürfen das jetzt hier dann vertauschen. Okay, das mache ich jetzt hier dann auch und ich mache das jetzt hier noch beim Produkt. Ja, beim Produkt gilt ja das Multiplikativgesetz, da kann ich das jetzt hier dann auch vertauschen und sehe im Prinzip dann hier das, ne, aus yt plus h, also hier bei der Ausgangsformel dann yt minus h wurde. Ne, das ist ja das, was Sie jetzt hier dann sehen. Okay, einfach durch Substituieren. Alles klar, weil der Prozess stationär ist. Wie gesagt, also ich habe jetzt hier dann die Eigenschaft der Stationarität jetzt hier dann ausgesucht. Stationarität bedeutet ja im Prinzip, dass ich dann keine Abhängigkeit habe bezüglich des Zeitpunktes t, sondern nur, also bei der Autokorrelation, ja, keine Abhängigkeit bezüglich des Zeitpunktes t, sondern nur bezüglich der Verzögerungszeit h. Okay, also t letzte im Endeffekt ja im Grunde genommen darf ich so variieren, wie ich das will. Und ich ersetze das dann einfach durch t minus h und dann habe ich ja sozusagen dann das hier raus und das ist dann nichts anderes als die Autokorrelation bezüglich der Verzögerungszeit minus h. Das heißt, ob ich dann die Vergangenheit schaue oder ob ich in die Zukunft schaue, macht jetzt hier dann bezüglich der Autokorrelation des Prozesses keinen Unterschied, vorausgesetzt, wie gesagt, das gilt jetzt hier dann nicht für jeden Prozess, müssen aufpassen. Das gilt nur, wenn der Prozess stationär ist, meine Damen und Herren. Nochmal, Stationarität bedeutet, Erwartungswert bleibt gleich, Varianz bleibt gleich und die Autokovarianz oder die Autokorrelation, je nachdem, man könnte es auch sagen, Autokovarianz. Die Autokovarianz hängt auch nicht von dem Zeitpunkt t ab, sondern nur, wenn überhaupt, dann nur von der Verzögerungszeit, wie hier. Und dann sieht man jetzt hier dann auch, bei der Autokorrelation gilt ja nämlich, das sehen Sie ja hier dann auch, also wenn der Prozess dann stationär ist, dass dann die Autokorrelation bezüglich der Verzögerungszeit nochmal plus h, ne, hier in dem Fall genau die gleiche ist wie bezüglich der Verzögerungszeit minus h. Es kommt also letztendlich im Endeffekt ja nicht darauf an, ob man in die Zukunft oder in die Gegenwart bezüglich jetzt hier dann des Zeitpunktes jetzt hier dann t schauen würde, was die Autokorrelation angeht. Also natürlich kann der Prozess jetzt hier dann noch einen anderen Wert annehmen, ja. Das heißt jetzt nicht, dass der Prozess jetzt hier dann zum Zeitpunkt t plus h genau den gleichen Wert hat wie zum Zeitpunkt t minus h, sondern nur, dass die Autokorrelation gleich ist, ja, zum Zeitpunkt yt und yt plus h, beziehungsweise Autokorrelation des Prozesses zum Zeitpunkt yt und yt minus h, meine Damen und Herren. Eine Bemerkung hier noch, und zwar, wenn der Prozess stationär ist, so nehmen wir jetzt in dem folgenden letzten Endeffekt dafür dann an, dass jetzt hier dann die Verzögerungszeit positiv ist. Okay, das macht die Sache jetzt hier dann etwas, ich sage jetzt mal so, anwendungsfreundlicher. Ja, wenn ich jetzt hier dann noch zusätzlich noch den Fall mit berücksichtigen muss, dass die Verzögerungszeit jetzt hier dann negativ sein kann, also dass man sozusagen jetzt hier dann in die Vergangenheit des Prozesses dann schaut. Also natürlich werden wir jetzt hier auch auf die Vergangenheit des Prozesses dann schauen, aber das ist dann etwas, was jetzt hier in diesem Fall dann ohne Beschränkung der Allgemeinheit, also wenn ich jetzt hier dann Verzögerungszeiten jetzt hier dann betrachte, jetzt hier dann erstmal nicht tun will. Ja? Wenn ich jetzt in die Vergangenheit schauen möchte, dann schreibe ich nicht t, also bezüglich t, dann schreibe ich einfach t minus h. Ja? Und wenn ich in die Zukunft schauen will, dann schreibe ich t plus h. Da ist es dann jetzt in dem Fall damit gemeint. Gut, meine Damen und Herren, da gibt es jetzt hier ein paar Spezialfälle. Ja, so ein paar spezielle Prozesse, die jetzt hier dann ebenfalls stationär sind, diese Kategorie dann fallen. Und, bevor das jetzt hier dann kommt, es gibt jetzt hier noch die asymptotische Stationarität. Das hatte ich jetzt hier vergessen, sorry. Asymptotische Stationarität, also Stationarität hatten wir, ne? Erwartungswerte hängen nicht von der Zeit ab, Varianz des Prozesses hängt nicht von der Zeit ab, Autokorrelation bzw. Autokovarianz hängt nicht von der Zeit ab, ja, okay. Und asymptotische Stationarität, auch die schwache Version, bedeutet im Prinzip Stationarität auf lange Sicht. Das heißt, auf kurze Sicht kann ja so zum Beispiel vielleicht sein, dass der Wartungswert sich verändert oder so, aber langfristig gesehen sollte das jetzt hier dann nicht der Fall sein. Und zumindest, also Stationarität auf lange Sicht bedeutet das eigentlich übersetzt. Ja? Also asymptotische Stationarität heißt Stationarität auf Dauer oder Stationarität auf langer Sicht.
Formal würde es ja eigentlich, das jetzt hier dann wie folgt aussehen, also ein Prozess heißt asymptotisch stationär, wenn dieser den folgenden Eigenschaften genügt, und zwar, passen Sie auf, der Ausdruck, der jetzt hier dann kommt, und zwar nehme ich jetzt hier dann nicht der Wartungswert, sondern der Grenzwert davon. Also wenn die Zeit gegen unendlich geht. Wenn die Zeit gegen unendlich geht, letztendlich im Endeffekt, dann soll der Grenzwert des Erwartungswertes jetzt hier in dem Fall dann zeitunabhängig bleiben. Okay, also das ist dann endlich, also dieser Grenzwert existiert und hängt nicht von der Zeit ab, meine Damen und Herren. Okay, das ist damit gemeint. Also es kann ja sein, dass zum Beispiel der Prozess jetzt wieder nochmal auf kurze Sicht jetzt wieder so keinen stabilen Mittelwert hat, ja. Aber langfristig gesehen strebt es jetzt hier dann gegen einen Wert, ja, und dann ist der Prozess zumindest auf langer Sicht stationär. Und formal würde man das jetzt hier dann so erfassen, dass dann der Grenzwert des Erwartungswertes jetzt in dem Fall dann nicht von der Zeit abhängt. Also wie gesagt, ne, man würde jetzt in dem Fall für den Erwartungswert, würde man eine zeitabhängige Komponente jetzt vielleicht drin haben, aber wenn man jetzt hier dann diese zeitabhängige Komponente im Anschluss, also nachdem man den Erwartungswert berechnet hat, anschließend gegen unendlich laufen lässt, dann hätte man dann die Zeitkomponente dann eliminiert aus dem Ausdruck. Das ist damit gemeint. Also wir werden auch Beispiele haben im späteren Verlauf für stationäre Prozesse und asymptotisch stationäre Prozesse. Dann Nummer 2, meine Damen und Herren, das gilt auch für die Varianz. Also auch für die Varianz ist auf langer Sicht zumindest stabil. Ja, so kann man das jetzt hier in dem Fall dann einfach sagen. Ja, Stabilität meine ich jetzt hier in dem Fall keine Abhängigkeit bezüglich der Zeit. Ja, okay, können wir es einfach mal so nennen. Also die Varianz bleibt dann stabil. Also kann ja vielleicht am Anfang des Prozesses jetzt hier dann anders sein. Okay, da ist jetzt hier dann durchaus eine zeitliche Abhängigkeit vielleicht erlaubt, aber diese zeitliche Abhängigkeit verschwindet, wenn man jetzt hier in dem Fall die Zeit gegen unendlich gehen lassen würde. Also der Grenzwert, also für die Varianz, und der existiert, also das soll jetzt wieder nicht unendlich herauskommen dabei, weil bei unendlich habe ich auch keine zeitliche Abhängigkeit. Also das ist ja, das sollte jetzt hier nicht sein. Okay, deswegen muss ich jetzt hier auch darauf bestehen, dass es endlich ist, weil wenn der Grenzwert jetzt hier dann unendlich ist, dann hängt das ja auch nicht von T ab. Aber in diesem Fall muss ich dann ausklammern. So, und das Gleiche gilt auch für die Autokovarianz. Also sowohl für den Erwartungswert wie für die Varianz ist auch für die Autokovarianz. Okay, das heißt, der Grenzwert des Autokovarianzes hängt ebenfalls dann nicht von der Zeit ab. Okay, also wenn jetzt hier dann T gegen unendlich geht, bleibt da keine zeitliche Komponente mehr drin. Okay, kann aber von der Verzögerungszeit wieder abhängen. Das ist dann durchaus gestattet. Okay. So, das ist sozusagen die abgeschwächte Version. Also das heißt im Prinzip Stationarität auf Dauer, wenn man so will. Okay? Also asymptotische Stationarität, das steht jetzt hier dann auch drauf, bedeutet ja im Prinzip jetzt hier Stationarität auf langer Sicht. Okay? Also der Prozess ist sozusagen langfristig gesehen stabil, wenn man so will. Ja? Okay? Kurzfristig nicht, aber langfristig. Ja? Langfristig formal, das ist jetzt hier nur eine Interpretation. Ich meine, das ist die Frage, was heißt langfristig und so konkret? Also formal heißt es jetzt in dem Fall, wenn T gegen unendlich strebt. Ne? Deswegen, das ist jetzt hier dann nur eine, ich sage jetzt mal so eine Umschreibung, wenn ich es jetzt hier sage, langfristig, ja. Aber Stationarität auf Dauer, das ist ja das, was jetzt hier dann irgendwie jetzt hier eine Rolle spielt, ja. Okay. Wenn ein Prozess stationär ist, dann ist natürlich auch langfristig im Prinzip jetzt hier dann stationär. Das heißt, ne, wenn der Prozess stationär ist, dann ist er auch asymptotisch stationär. Aber wenn er jetzt hier dann nur asymptotisch stationär ist, dann ist er nicht unbedingt, also nicht zwangsweise hier dann ebenfalls stationär, meine Damen und Herren. Ja. Also Stationarität impliziert natürlich asymptotische Stationarität. Okay. Also wenn ein Prozess stationär ist, dann ist er natürlich auch stationär auf Dauer. Aber wenn er jetzt hier dann nur langfristig gesehen stationär ist, dann muss er nicht unbedingt jetzt hier dann über den gesamten Zeitpunkt jetzt hier dann stationär sein. Das ist damit gemeint. So. Dann ein paar Spezialfälle, die ich jetzt hier dann angekündigt hatte, die hatte ich jetzt hier vorhin im Hinterkopf. Und zwar ein White Noise Prozess. Ein White Noise Prozess ist ein spezieller stationärer Prozess. Das Ding nennt sich jetzt hier dann auch weißes Rauschen. Okay? Ein stochastischer Prozess, den ich jetzt hier dann mit Epsilon abkürze, heißt, meine Damen und Herren, White Noise. Okay? Oder weißes Rauschen. Man nennt es hier dann im Deutschen weißes Rauschen, aber man sagt jetzt hier dann trotzdem White Noise. Also man sagt einfach jetzt hier dann einfach White Noise, ja, auch im Deutschen. Das hat sich jetzt hier so ein bisschen da durchgesetzt, sage ich mal, ja. Falls
Und zwar folgendes gilt, okay? Also der wird stationär sein. Das ist jetzt hier ein spezieller stationärer Prozess. Der Wartungswert 0 ist. Okay, das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Also der Wartungswert ist 0. Also der Prozess sozusagen jetzt hier in dem Fall im Mittel 0. Das ist das, was es bedeutet. Ja? Der schwankt also, wie gesagt, der wird stationär sein. Der schwankt dann um die X-Achse. Ja? Die X-Achse ist ja die Zeitachse bei uns immer. Dann, die Varianz ist aber konstant. Das muss nicht 1 sein, wie jetzt hier bei der Standardnormalverteilung oder so. Das heißt, die Varianz muss natürlich konstant sein. Okay, bei einem stationären Prozess ist die Varianz jetzt hier dann des Prozesses dann nicht mehr gleich. Sie merken ja hier keine zeitliche Abhängigkeit bezüglich des Erwartungswertes und keine zeitliche Abhängigkeit bezüglich der Varianz. Okay, die Varianz des Prozesses bleibt gleich und der Prozess zusätzlich dazu ist nicht autokorreliert. Okay, das heißt, die Autokorrelation, wenn die Verzögerungszeit jetzt hier in dem Fall dann größer als 0 ist, ja, wenn die Verzögerungszeit jetzt hier dann größer als 0 ist, na, wenn h gleich 0 ist, dann kommt natürlich jetzt in dem Fall die Varianz raus, also dann kommt jetzt hier dann nicht 0 heraus. Ja. Das sollte jetzt hier vielleicht nochmal eigentlich dort stehen, also h muss größer als 0 sein, das sollte aber eigentlich in dem Fall klar sein, also ich habe das jetzt hier schon mal aufgeschrieben. Okay, also Mittelwert ist 0, Varianz ist konstant, okay, das ist damit gemeint, okay, also die bleibt dann auch gleich. Und der Prozess ist nicht autokorreliert. Alles klar? Also frei von serieller Korrelation. Keinen linearen Zusammenhang zwischen zwei beliebigen, sage ich jetzt mal, Zufallswerten des Prozesses zu bestimmten Zeitpunkten. Okay? Kein linearer Zusammenhang. Das ist damit gemeint. So, meine Damen und Herren, wie sieht jetzt hier so ein White Noise aus? Das ist jetzt hier so ein typischer Verlauf. Hier sieht man es jetzt zum Beispiel so. Okay, also der schwankt jetzt hier in dem Fall, das ist jetzt ein stationärer Prozess ungefähr, schwankt jetzt hier dann um die X-Achse herum. Ne? Mittelwert ist jetzt hier in dem Fall dann 0, also Erwartungswert ist 0. Dann können wir das hier dann so sehen, okay. Und die Varianz habe ich jetzt hier in dem Fall dann gleich 1 gesetzt. Ne? Also, ne? Weil ich habe das jetzt hier mit der Normalverteilung dann simuliert. Also ich habe jetzt hier diesen Pfad dann selbst erstellt. Und das ist dabei jetzt entstanden. Ja. Okay, also hier sehen Sie im Prinzip jetzt hier eine Realisation der Standardnormalverteilung, die ich jetzt hier einfach miteinander verbunden habe. Ja, dann ist jetzt hier in dem Fall ein Pfad des Prozesses dann entstanden. Okay, das ist jetzt hier so ein Verlauf eines White-Noise-Prozesses. Meine Damen und Herren, die folgende Bemerkung, und zwar White-Noise-Prozesse sind jetzt in dem Fall natürlich stationär. Na, weder der Wartungswert hing ja von der Zeit ab, noch die Varianz hing von der Zeit ab, noch die Autokovarianz von der Zeit habe. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, also White Noise Prozesse sind stationär. Ja, Erwartungswert ist 0, keine zeitliche Abhängigkeit. Varianz ist konstant, keine zeitliche Abhängigkeit. Autokorrelation ist 0, keine zeitliche Abhängigkeit. Okay, also damit ist jetzt wieder noch stationär. Damit auch asymptotisch natürlich. Also auch auf langer Sicht ist der Prozess dann auch stabil. Nicht nur jetzt hier dann auf kurzer Sicht, ja, offensichtlich, okay. Was jetzt hier aber gesagt werden muss, jetzt hier nur eine kleine Randnotiz, die jetzt hier dann kommt. Nicht zwangsweise jetzt hier in dem Fall dann unabhängig, also seriell unkorreliert, also frei von Autokorrelation, beziehungsweise Autokovarianz ist ja 0, aber nicht zwangsweise unabhängig. Das muss ich jetzt hier dann dazu sagen, okay. Also seriell unkorreliert, aber nicht zwangsweise unabhängig. Okay, es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen den einzelnen Realisationen oder den einzelnen Werten der Zufallsvariable bzw. des Zufallsprozesses zu bestimmten Zeitpunkten. Okay, aber nur weil es keinen linearen Zusammenhang gibt, heißt es nicht, dass es keinen anderen geben kann. Okay, das heißt, wie gesagt, der Prozess ist unkorreliert, aber nicht zwangsweise unabhängig. Unabhängigkeit impliziert Unkorreliertheit, aber Unkorreliertheit impliziert noch keine Unabhängigkeit. Wenn der White-Noise-Prozess, wir setzen jetzt hier noch einen drauf, auch seriell unabhängig ist, okay, dann schreiben wir folgendes, und zwar, dass der White-Noise-Prozess dann einfach ein IID-Prozess ist. IID steht für Independently and Identically Distributed. Okay, also independently, also unabhängig und identisch verteilt. Independently and Identically Distributed. IID sagt man das einfach dazu, ja. Da habe ich dann also auch Unabhängigkeit drin. Und dann der Erwartungswert ist ja dann 0 und die Varianz ist dann Sigma Quadrat, wie wir jetzt in dem Fall bei einer Normalverteilung, wenn wir das jetzt hier einfach so deklarieren. Okay, also man hat jetzt hier sozusagen einen IID-Prozess, wenn der Prozess auch seriell unabhängig ist. Okay, also nicht nur unkorreliert, sondern auch unabhängig. Es gibt dann also
gar keinen Zusammenhang zwischen den Zufallsvariablen, wenn ich jetzt hier dann die Zeit fixiere, also zwischen Zeit, Zeitpunkten, jetzt hier dann die Zufallsvariable oder den Prozess dann fixiere, entsteht ja die Zufallsvariable, das wissen Sie ja. Gut, meine Damen und Herren, dann gibt es jetzt hier noch einen zweiten Spezialfall, und zwar die sogenannte Martingale-Differenz. Das werde ich jetzt hier in den ersten, in den späteren Verlauf etwas genauer betrachten. Okay, was ist eine Martingale-Differenz? Eine Martingale-Differenz, meine Damen und Herren, ist ein stochastischer Prozess. Okay, der wird jetzt hier nicht zwangsweise stationär sein. Vorsicht. Das ist eigentlich also kein also der weist zwar Ähnlichkeiten jetzt in den zu stationären Prozessen auf, aber wird jetzt in dem Fall dann nicht unbedingt stationär sein. Der muss jetzt hier nur zwei Bedingungen erfüllen. Und zwar erstens, der Erwartungswert muss zumindest existieren. Okay, und man sagt jetzt, man fordert jetzt im Prinzip jetzt dann, na, das letzte Endeffekt, dass der Erwartungswert auch endlich ist. Also nicht nur, das ist jetzt hier absolut integrierbar, wenn man so will. Okay, also das ist ja sozusagen der absolute Mittelwert des Prozesses, der muss dann existieren. Okay, bedeutet eigentlich in der Anwendung, also zumindest jetzt hier dann für die Praxis, nicht besonders viel im Übrigen, ja, weil man ja hier dann aus den letzten Endeffekt aus den Zeiträumen ja selber jetzt hier dann kein Integral jetzt hier dann machen würde. Okay, aber in der Theorie, der Prozess, das nennt sich jetzt hier dann die Eigenschaft, ist absolut integrierbar. Also wenn ich den Absolutbetrag jetzt hier dann des Prozesses jetzt hier dann nehme und davon den Erwartungswert, dann ist das positiv. Okay, so, das wird dann einfach gefordert. So, und die zweite Eigenschaft, die jetzt hier dann eine Martingale-Differenz jetzt hier dann erfüllen muss, ist, dass der bedingte Erwartungswert, es ist nicht der Erwartungswert, sondern der bedingte Erwartungswert. Sie erinnern sich an das Konzept des bedingten Erwartungswertes hier vielleicht in der Vorlesung davor. Okay, da hatten wir jetzt hier dann auch in der zweiten Vorlesung hatten wir das Konzept des bedingten Erwartungswertes. Das kommt jetzt hier dann wieder. Und zwar der Erwartungswert des Prozesses zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt. Also mal angenommen, T ist jetzt hier dann der gegenwärtige Zeitpunkt. Jetzt, okay. T ist jetzt hier dann also heute. Gegeben der Vergangenheit des Prozesses. Also hier T minus 1 liegt ja davor. T minus 2 liegt ja davor. T minus 3 liegt ja davor. Und die sind jetzt hier schon verfügbar. Das heißt, wenn jetzt hier das dann letztem Endeffekt bei der Bedingung dann steht, das ist nämlich dann bedingt der Erwartungswert, okay, heißt ja hier im Prinzip, dass die Realisation des Prozesses zu diesen Zeitpunkten bereits jetzt hier schon vorliegen. Also ich habe ja sozusagen, in der Praxis würde man bedeuten, die Daten sind da bezüglich der Vergangenheit. Okay, der würde jetzt hier noch fehlen zu Zeitpunkt T, das wäre jetzt hier zum Beispiel heute oder so, okay, wenn es jetzt hier dann Tage sind, das wäre jetzt hier dann der Zeitpunkt gestern, das wäre vielleicht dann vorgestern, das wäre vorvorgestern und so weiter, das heißt, die Daten sind da, heißt auf Deutsch. Wenn die Daten da sind, dann ist der bedingte Erwartungswert und die gesamte Vergangenheit soll jetzt hier dann da sein, der bedingte Erwartungswert des Prozesses ist jetzt hier dann null. Das ist eigentlich das Einzige. Also im Wesentlichen wäre ja eigentlich nur, also für die Anwendung her, für die zweite Eigenschaft jetzt hier, dann relevant. Die erste ist relativ leicht zu erfüllen, sage ich mal. Okay. Deswegen schaut man eigentlich meistens jetzt hier nur auf die zweite. Okay, zumindest jetzt hier dann in der Anwendung. Okay, also heißt also auf Deutsch, die Vergangenheit des Prozesses jetzt hier in dem Fall, also wenn die Vergangenheit des Prozesses dann gegeben ist, dann wird erwartet, dass der gegenwärtige Wert des Prozesses dann null ist. Okay, das ist jetzt hier dann der bedingte Erwartungswert hier von dem Prozess zum Zeitpunkt T. Okay, dieses Konzept des bedingten Erwartungswerts kennen Sie bereits. Okay, wenn der bedingte Erwartungswert jetzt hier dann 0 ist, dann kann man auch zeigen, jetzt in diesem Beispiel, dass auch der unbedingte Erwartungswert jetzt hier dann 0 ist. Okay, wobei die Umkehrung jetzt hier dann nicht zwangsweise gilt, aber dazu, wie gesagt, dann später mehr. Okay, hier heißt aber in dem Fall, bedingter Erwartungswert des Prozesses gegeben seine Vergangenheit. Okay, also das heißt, die Vergangenheit ist jetzt hier dann vorhanden. Na, also das heißt, in der Anwendung würde es dann bedeuten, dass man die Daten jetzt hier schon zu der Vergangenheit dann hat. Okay, so, und jetzt kommt Folgendes. Zwei Eigenschaften sollten Sie wissen, was Martingale-Differenzen dann angeht. Das werde ich nochmal aufgreifen, wenn wir jetzt hier dann bei Arch- und Gage-Prozessen jetzt hier dann sind. Und zwar, wenn Y eine Martingale-Differenz ist, dann gilt unter anderem, dass der Erwartungswert des Prozesses jetzt hier dann auch 0 ist. Also nicht nur der bedingte Erwartungswert, sondern auch der unbedingte Erwartungswert ist dann 0. Also selbst wenn man jetzt hier dann die Vergangenheit des Prozesses dann nicht hätte, würde jetzt in dem Fall dann 0 herauskommen. Kann man jetzt hier dann zeigen, und zwar relativ einfach mit dem
Gesetz der iterierten Erwartung. Okay? Machen wir aber nicht. Und die zweite Eigenschaft, dass die Autokovarianz, meine Damen und Herren, jetzt in dem Fall, das setze ich mich dann auch wichtig, ebenfalls null ist. Also der Prozess ist nicht korreliert. Autokorreliert, sorry. Ja, oder man sagt auch korreliert. Ja. Also der Prozess ist nicht autokorreliert. Könnte vielleicht jetzt hier dann die Vermutung angestellt werden, dass der Prozess stationär ist, aber das ist nicht der Fall. Ja. Deswegen, das wollte ich jetzt hier nochmal sagen. Also eine Martingale-Differenz ist nicht zwangsweise stationär, denn die Varianz des Prozesses kann wiederum von der Zeit abhängen. Das ist jetzt hier dann nochmal das große Manko. Ja. Also meine Martingale-Differenz ist Erwartungswert zwar 0, keine zeitliche Abhängigkeit des Erwartungswertes. Autokorrelation ist 0, das ist ja relativ unkorreliert. Habe ich auch keine zeitliche Abhängigkeit bezüglich jetzt hier an der Autokorrelation. Aber. Die Varianz darf von der Zeit abhängen. Okay, das heißt, eine Martingale-Differenz ist damit im Allgemeinen nicht stationär, meine Damen und Herren. Ja. Okay, das wollte ich jetzt in dem Fall dann nochmal so sagen. Also die Varianz des Prozesses, ne, in dem Fall kann ja von der Zeit abhängen, sodass ja der Prozess, also die Martingale-Differenzen im Allgemeinen nicht stationär sind. Das werden wir nochmal später sehen, jetzt hier im Kapitel Arch und Gage. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall sogenannten bei Gage-Prozessen oder so. Ja. Okay, meine Damen und Herren. Das war jetzt hier dann Kapitel 2. Okay. Und wir machen jetzt hier dann weiter dann mit autoregressiven Prozessen jetzt hier dann in der nächsten Vorlesung weiter. Vielen Dank. Thank you.